Und weiter geht's hier mit einem neuen Video. Heute mal am Belaya, schön entspannt mit den Basics und mit dem Basiszubehör. Attacke Vollgas auf Forellen, auf Döbel und auf europäische Esche. Also, gucken wir mal. Wang, wang. Gucken wir mal, was denn hier so geht, wenn man gerade frisch Level 12 ist und an den Belaya kommt. Ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, hier was rauszuziehen, denn die große Frage ist, welchen Köder verwendet man, welche Routen, was macht man, was testet man. Wenn man keinen Bock hat am Belaya auf Spinning, kann man durchaus auch hier vorne schön auf Grund angeln. Einfach mit Made oder mit Teig einfach reinwerfen. Hier in dem Bereich einfach rauswerfen, die Grundrouten. Und auch da ganz gut was fangen. Lohnt sich auch immer mal wieder, wenn man da Bock drauf hat, einfach mal testen. Und ansonsten am Belaya sind es ein paar Basics, die man einhalten muss, damit man hier überhaupt etwas fängt. Zu den Basics zählt natürlich auch diese Basisroute, die Corona S60L, genau, ist quasi die Startroute, die man gratis bekommt. Und das Gerät ist gar nicht so schlecht, denn das Wichtigste am Belaya ist, ist das Wurfgewicht, mit dem man quasi die Köder, oder damit entscheidet man, wie weit kriegt man quasi auch die Köder rausgeballert. Und das Zweitwichtigste sind dementsprechend die Köder, denn man kann nicht einfach hier wahllos irgendwelche Köder reinpfeffern und sich irgendwas kaufen und sagen, ja geil, Alter, ich fange gar nichts am Belaya. Genauso kann man nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendeine Route, irgendeine Spinning-Route, so aus dem Basis- oder aus dem Anfängerbereich, mit einem Wurfgewicht jetzt vielleicht hier von 14 bis 70 Gramm, versucht dann irgendwie einen 14 Gramm Köder oder was rauszuwerfen. Natürlich wird man dann hier nichts fangen. Der Punkt ist, wie gesagt, kleine, winzig kleine Köder sozusagen auf leichten Routen, dann kann man hier erfolgreich was fangen. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Wurfgewicht der Route beachten. Gewicht des Köders beachten, in diesem Wurfgewicht musste natürlich sein, dass man dann eine gewisse Reichweite in das Gewässer rein hier auch erzielt. Idealerweise hat man hier hinten diesen Stein zum Beispiel, den hat man aber auch auf der anderen Seite, hier ist auch nochmal so ein Stein. Ungefähr bis dahin sollte man kommen. Ideale Köder sind für den Anfang diese gesamte Serie Dragonfly, gucken wir mal eben. Dragon, tippen wir die mal eben ein. So, wo sind sie? Hier oben sind sie, genau. Dragonfly Bell Serie. Vom 1er, 2er, 3er, 4er und so weiter. Die ganze Serie durch. Kostet nicht viel. Kann man sich auch im Low Level gut leisten. Man startet ja mit so Low-Budget-Spinnern. Aber ich sag mal, sowas hier, ein Dragonfly-Bell für Forellen in, nehmen wir mal direkt hier diesen goldenen, das lohnt sich halt schon. Und dann im Idealfall irgendwann mal auch hier etwas dickere und bessere Haken drauf machen. Ich guck gerade mal, habe ich hier noch einen anderen? Haben wir noch den anderen? Auch der ist in Gold. Genau, der hat einen Einserhaken groß. Das ist doch ein eine vernünftige Größe. Ein Einserhaken reicht völlig. Und das verwende ich jetzt hier mal. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier rauskommen. Vielleicht sieht man das ja. Ich komme, na, ich würde sagen, mindestens bis zur Mitte vom Gewässer. Jetzt machen wir mal die Einholgeschwindigkeit ein bisschen höher. So, man sieht jetzt hier unten, da wiggelt das so ein bisschen, das wackelt. Das heißt, der Spinner bewegt sich, der macht Action und schon haben wir da was dran.
Das alleine ist natürlich jetzt auch nur ein Teil der Wahrheit. Es zählt natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Wichtig ist zusätzlich zu einem, idealerweise einem Puschelhaken, einem richtigen Köder, kommt dazu, dass man vielleicht auch noch die Skillpunkte verteilt hat. Als ich mit meinem Low-Level-Account hier stand und gedacht habe, geil, Alter, endlich Level 12, jetzt kann ich hier Gas geben und am Belaya rausziehen, stand ich hier auch mit einer Anfängerroute und einem Anfänger-Setup. Dazu gibt es auch ein extra Video, welches Setup ideal ist hier für den Anfang. Aber ich kam ungefähr nur so weit raus. Genau. Ich kam ungefähr nur so weit raus und habe mir gedacht, Alter, das kann's doch nicht sein. Wie soll ich denn, wenn ich nur so wenig Strecke habe... Ha! Wie soll ich denn, wenn ich nur so wenig Strecke habe, um einen Fisch anzulocken, auf so ein paar Metern halt erfolgreich angeln? Man wirft und wirft und wirft und man kriegt einfach hier die Fische oder man kriegt den Köder gar nicht lang genug durchs Wasser gezogen, dass der irgendwie was anlocken kann. Wie gesagt, das Ziel ist es, mindestens hier hinzukommen an diesen Stein. Vorteil: die Rute kann locker das Gewicht von diesem Köder rauswerfen. Das heißt, wir haben hier 10 Gramm maximal, der wiegt 6,5 Gramm mit einem besseren Puschelhaken. Die sind in der Regel auch nochmal ein bisschen schwerer. Und dementsprechend volles mit rausballern. Und dann kommt der nächste Punkt. Man muss im Idealfall die Spinning-Route skillen. Denn hier hat man dann Wurfweite, Wurfgenauigkeit und Fischkontrolle auch drin. Also hier Skillpunkte reinmachen und am Anfang auch in die Stationärrolle rein die Punkte reinmachen. Das schadet tatsächlich anfangs nicht. Wenn man Level 12 ist, ja, hat man theoretisch die Punkte dafür erreicht. Man kann also die Punkte da reinballern und maximal auswerfen natürlich. Und ihr seht, man landet hinter dem Stein da hinten. Ja, und schon ist ein Biss. Hier auf R, genau. Schon habe ich ein Biss wieder dran. Und dann kann man hier dann eben auch erfolgreich damit angeln. Ganz wichtig, auch hier, wenn ihr mit diesen kleinen Ködern anfangt. So, mit diesen Dragonfly Bell Ködern. Ruhig das gesamte Setup kaufen. Stück für Stück nachkaufen. Ich würde am Anfang würde ich vielleicht den silbernen kaufen. Den goldenen. Silber, Gold und Kupferfarben. Dann hat man, glaube ich, die drei wichtigsten Farben. Erstmal so für den Start. Jetzt haben wir gerade Regenwetter. Keine Idealbedingung gerade hier für einen Belaya. Oh, da ballert einer rein. Da gehen wir langsam mal hoch von der Bremse. Das ist gut. Ich wollte wissen, wie weit ich die belasten kann hier. Ich glaube, Bremse 19, 20, das geht, ja. Ja, ein bisschen kann er noch durchdrehen. Aber dann hat man hier schon mal jetzt einen richtig schönen Brocken. Was hat er? 400, 500? 700 sogar. Schönes Ding. Es gibt Kaffeeaufträge für die Eschen. 500 Gramm. Das heißt, solche Dinger immer schön aufheben. Wenn man hier mal eine Zeit lang dann steht. Einfach schön immer die Kaffeeaufträge natürlich im Blick behalten. Schnelles Einkurbeln zwischendurch mal machen, dann wieder Pause. Also auch da ruhig ein bisschen variieren, gerade wenn ihr so langsam hier einkurbelt. Einholgeschwindigkeit. Ja, machen wir mal so langsam sogar. Jetzt wiggelt hier unten der Balken wieder so ein bisschen gegen die Strömung. Die Action Bar zappelt da so ein bisschen rum. Das heißt, der Spinner dreht sich ordentlich. Zwischendurch auch mal ruhig hier dieses schnelle Einkurbeln machen mit Shift. Dann wieder langsam kurbeln. Einfach wieder so ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr gerade in diesem Bereich hier seid, aufpassen immer vor diesen Pflanzen. Nicht zu nah an diesen Pflanzen vorbeiziehen, dass sich das verhakt. Das will man nicht. Da könnten im schlimmsten Fall halt, könnt ihr da irgendwie was abreißen, das will man ja auch nicht. Solltet ihr verhakt sein und ihr kriegt das Ding nicht los, dann
Dann lieber das Gewässer verlassen, woanders hinreisen oder einloggen, ausloggen. Zack, guck mal, da war der nächste. Und dann, ich meine, einloggen, ausloggen lohnt sich hier am Belaya. Kostet kein Geld und man muss auch nicht wirklich weit laufen zu dem Angelspot hier. Am Belaya kann man es, glaube ich, ganz gut machen. Und dann hat man den Köder wieder frei, den Haken wieder frei. So, links und rechts dran vorbeiwerfen. Und im Großen und Ganzen ist es das schon, ne? Wenn ihr jetzt einen Köder habt, der gerade fängig ist, ja, dann Attacke. Ich stelle mal hier ein bisschen schneller jetzt. Mit der Strömung quasi. Dass es auch hier unten in der Action Bar wieder so zappelt. Und das sind eigentlich so die Basics. Um mehr geht es eigentlich nicht. Zwischendurch mal wieder ein bisschen Action machen. Zack, schnelles Einkurbeln. 5, 6, 7 Umdrehungen, dann wieder aufhören. Für den Anfang ist es natürlich ein bisschen tricky, ne? Wenn man jetzt gerade im Low-Level-Bereich ist mit dieser Route hier, mit der kleinen Corona-Route, dann hat man alles, was so, ich sag mal, im Bereich von einem Kilo ist, oder, ja, alles, was über einem Kilo ist, macht halt richtig Action schon hier drauf, ne? Die Bremskraft ist nicht so groß. 3 Kilo Bremskraft nur. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Rapfen reingeht. Gucken wir mal, ich wechsle hier nochmal einen anderen. Dragon. Nehmen wir nochmal einen, nehmen wir mal den silbrigen hier. 6 Gramm. Das ist die gleiche Kategorie. Irgendwie sind die so schwarz bei mir, ey. Werden gar nicht richtig silbrig angezeigt. Oh, und da habe ich noch nicht mal einen Puschelhaken dran. Gucken wir mal, ob das auch ohne klappt. Das ist ja gut, das ist der Standard. Ich mache aber die Bremse schon mal ein bisschen runter. Denn auch ein schlechter Haken beeinflusst ja hier unten diese Actionbar. Das heißt, wenn das schwächste Glied hier in der gesamten Kette weder die Rute noch die Rolle noch die Schnur ist, noch der Köder ist, sondern quasi am Köder der schlechte Haken, dann spiegelt der schlechte Haken diese Actionbar hier wieder. Ab dem roten Bereich ist er halt kaputt, ne? Aber ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass das vielleicht nicht ganz so triggert. Also im Idealfall halt, wie gesagt, echt diese Puschelhaken drauf machen. Damit da die Sichträuber, die Forellen einfach noch wilder drauf sind. Und jetzt fahre ich hier auch noch gerade durch das Grün durch. Ah! Da kam sogar noch ein Barsch, Alter. Sehr schön. Ich dachte schon gerade, jetzt hakt es hier auch noch im Grün. Ich wechsle den nochmal wieder. Ich muss sagen, ich habe mit meinem kleinen Account habe ich tatsächlich mehr davon. Mit dem zweiten Account habe ich tatsächlich bessere Spinner schon. Aber da sieht man mal, der andere ist halt, der zweite Account ist eben auch Spinning Main. Und mein Hauptaccount hier ist eben ein Allrounder. Da habe ich mal dit gekauft und mal dat gekauft. Und hier mal und da mal. Und was gerade irgendwie lief. Und habe gar nicht zwingend von allen Ködern mir auch immer alle Sorten geholt. Also ich muss sagen, es lohnt sich schon, die ganzen Ködereien einmal durchzukaufen. Ich kaufe mir die auch immer wieder nach, wenn mal einer abgebissen wird oder sowas oder einer mal wirklich abreißt, dann kaufe ich die auch immer wieder nach. Ich will die gerade mit dem zweiten Account, mit dem Spinning Main, will ich sie alle haben, damit ich wirklich variieren kann. Und dann mache ich immer so 2, 3, 4 Würfe. Wenn da nichts läuft, dann wird erstmal der Köder gewechselt. Und wenn ich 3 Köder, 4 Köder durch habe und da geht nichts, jetzt hier vorne wieder aufpassen. Lieber einfach durchziehen. Dann wechsle ich auch einfach mal den Spot. So, hier haben wir mal den wichtigsten Spot. Oder einen der wichtigsten Spot. Das Ganze parallel natürlich dann auch oben hier im Norden. Zu dem anderen Stein hin. Einmal, zweimal. Und eine andere Stelle, die auch immer wieder gut funktioniert. Ist direkt hier am Start, am Anfang. Oh, erstmal Feuer anmachen hier. So, schön. Ist direkt hier, wo der kleine Stein ist. Und dann auch hier. Gib ihm. Weit rauswerfen. Und einfach entspannt durchkurbeln.
wenn euch das Kurbeln irgendwann auf den Finger geht, gerade für euch Anfänger natürlich auch immer wichtig, es gibt automatisches Einkurbeln, man muss es bloß einstellen. Man muss es in den Tastenbelegungen des Games quasi einstellen. Wie das geht, zeige ich gleich. Also auch da natürlich wesentlich entspannter. Habe ich schon mehrfach auch erzählt, ich hatte in den ersten Jahren des Games, hatte ich irgendwann echt Schmerzen im Zeigefinger. Jetzt machen wir das automatische Kurbeln erstmal wieder aus. Das will ich jetzt hier von Hand. Und er ist ausgeschlitzt. Schade. Aber wir sehen, hier sind auch ein paar dickere Fische, das ist gut. Das ist gut. Normalerweise schlage ich die dicken Fische auch nochmal an, wenn der Biss da ist. Nochmal schön rein mit der rechten Maustaste, Steuerung rechte Maustaste, dass das nochmal hakt. Da kam mir das Erklären jetzt gerade dazwischen. Egal, wir werfen nochmal aus, wir werden bestimmt gleich noch einen haben. Und jetzt gehen wir aber erstmal kurz auf das automatische Einkurbeln ein. Für alle, die es noch nicht kennen, in die Einstellung reingehen vom Game, in die Steuerung reingehen. Primäraktion belegen auf den Nummernblock. Das ist wichtig. Nummernblock, ich habe bei mir jetzt die 0 gewählt, beziehungsweise für die rechte Maustaste die Komma-Taste noch gewählt. Und damit ist das dann, ne, okay, übernommen, okay. Und dann werfen wir aus, maximal. Und wenn man dann jetzt mit dem Nummernblock, kann man einkurbeln. So, einkurbeln plus Shift ist schnelles Einkurbeln. Null loslassen, Shift loslassen und es lübt. Null wieder loslassen und das Einkurbeln ist Ende. Ne? Das Automatische hört sofort wieder auf. Also, Null drücken, Shift drücken, Null loslassen, Shift loslassen und es lübt. Das ist quasi das automatische Einkurbeln. Gerade auch für einen Belaya sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr fingerschonend, kann ich euch sagen. Mache ich halt immer wieder auch zwischendrin. Einfach diese Feststelltaste hier quasi an der Tastatur ist das ja. Zwischendurch mal Shift drücken kann man, dass man hier das schnelle Einkurbeln dann bekommt. Und ansonsten, ja, immer aufpassen, dass auch da die Bremse vorsichtig eingestellt ist. Aufpassen, wenn ihr jetzt eingekurbelt habt, komplett. Wir machen das mal eben hier, mal eben schnell einkurbeln. Ne? Und ihr wollt dann wieder auswerfen. Ihr habt immer noch diese Feststelltaste drin. Wenn man dann mit der linken Maustaste auswerfen will, dreht er jetzt von alleine. Und er wirft halt nicht aus. Das heißt, dann die 0 drücken. Und der wirft dann wieder aus. Und dann wieder Attacke Vollgas. Einfach wieder einkurbeln. Und dann lübt das. Und dann ist das deutlich entspannter. Man schont sich die Knochen. aber halt, wie gesagt, bei solchen Sachen wie einem Drill auch immer mal oder immer schnell am besten wieder rausgehen aus diesem automatischen Einkurbeln, damit man diesen Drill besser unter Kontrolle hat und ja, gegebenenfalls auch mal nicht kurbelt, wenn der Fisch die ganze Zeit abzieht. Das geht halt zusätzlich auf den Verschleiß, ne? So, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen was rausziehen. Gerade war doch schon so ein schöner da dran, der aber dann doch nicht wollte. Vielleicht ändere ich doch nochmal den Köder hier. Der goldene lief ja gerade eigentlich ganz gut. Aber wir haben es auch schon recht warm. Belaya lohnt sich halt immer eher, wenn es etwas kühler ist. Und im Idealfall beim Sonnenschein. Doch, da geht noch einer rein. Jetzt hier Steuerung rechte Maustaste. Und langsam die Bremse wieder hochziehen. Vielleicht ist es ein Döbel. Der steht da einfach so. Ja, kleiner Döbel. Jawohl, hat sich einfach quergestellt. Ballern wir nochmal rüber. Und vielleicht probiere ich mal jetzt mit ganz schneller Einholgeschwindigkeit. Genau, guck mal, auch hier sind wir jetzt bei einer 30 ungefähr. Da wiggelt es auch wieder. Also selbst ausprobieren mit den Einholgeschwindigkeiten. Damit variieren, damit rumspielen.
Es gibt hier nicht irgendwelche Dogmen. Es geht nicht darum zu sagen, jawohl, ich stehe hier, ich habe Einholgeschwindigkeit 15 und bei mir beißt nichts. Selber rumprobieren, selbst mit den Einholgeschwindigkeiten spielen, auch ruhig mal zwischendurch eine Pause machen und dann weiter kurbeln. Zack, da haben wir einen Biss. Also da einfach variieren. Das ist alles halt ein bisschen Spielerei hier und Ausprobiererei. Ja, ach, was ist da denn, Alter? Ha, guck mal hier, ey. Was, kannst du nicht ausdenken? Was? Jetzt, erster Erfolg. Ja, und das mit Level 40, ey. Kann sich sehen lassen. Alter Falter, ey. Auf so einer Leitroute hier. Irgendein Leiterfolg war das. Genau, rumspielen, variieren, mit Ködern variieren, mit Geschwindigkeiten variieren. Nicht jeder, der euch sagt, ich stehe hier mit Einholgeschwindigkeit 35, angelt auch mit eurem Setup und genau der gleichen Rolle, mit genau der gleichen Übertragung. Das heißt, ihr habt eh eine andere Geschwindigkeit drauf. Das heißt, ungefähr kann man sagen, ich gehe da langsam ran, ich gehe da gerade sehr schnell dran. Und dementsprechend könnt ihr dann für euch einstellen, mache ich das jetzt hier eher sehr schnell gerade, keine Ahnung, 40, richtig Gas geben, oder bin ich eher gerade etwas langsamer unterwegs, man hört es ja selbst hier, mit einer 12 oder sowas. Oder achte ich einfach darauf, ne, wie auch schon gesagt, gibt es da unten hier, zack, also Actionbar, wiggelt der besonders schön gerade, der Köder. Spinnt der gerade richtig wild ab. Noch mal kurz hier anschlagen ein bisschen. Und dann kriegt man eben auch hier seine Brocken rausgezogen. Also ich muss sagen, bisher lüptet. Es waren noch keine riesengroßen Brocken dabei. Aber es läuft. Das sind so nochmal die Basics zum Belaya-Angeln. Wir machen im Livestream regelmäßig Wettangeln hier am Belaya. Ich glaube, dafür ist der Stream auch schon bekannt. Belaya Main. es gibt jede Menge Experten auch hier schon fürs Spinning am Belaya. Da werden manchmal Brocken rausgezogen in einem Turnier. Eine Stunde Wettangeln. Und ja, ich sag mal, am Ende gehen die meisten damit, auch ich sag mal, Minimum 100. Aber in der Regel ist es schon in Richtung 200 Silber, 200 plus hier raus. Ohne Trophäen. Also es wird sich natürlich auch immer gerne ausgetauscht. Auch hier in der Feierabend-Community herrscht immer wieder der Austausch untereinander. Wo lügt was? Wenn man da mal nett fragt und sagt, hör mal, wie sieht's denn da aus? Wo fangt ihr denn dit und dat? Dann kommen da in der Regel auch fundierte und nette Antworten. So, ziehen wir den schönen Fisch hier nochmal raus. Bester Fisch. Der Barsch, Alter. Ich ziehe hier nochmal ein bisschen durch. Muss sagen, es macht auch immer wieder Spaß, hier mit dem Basic Setup zu angeln. Wenn es dich interessiert, Alter, wie das, oh yeah, wie das deutlich bessere Setup zusammengebaut ist. Da gibt es noch ein extra Video zu. Angeln am Belaya, Basics am Belaya. Ist auf jeden Fall mit hier in der Liste drin. Und es ist ein aktuelles, ne, ganz wichtig, ein aktuelles aus diesem, beziehungsweise ich glaube Ende letzten Jahres war es. Also ein aktuelles Setup. Und damit kann man lange angeln. Alter, fast ein Kilo europäische Esche. Die ging aber gut rein, ey. Da hatte ich gar keine Probleme hier auf der kleinen Corona. Schön. Und die gibt auch schon ganz gut Kohle. Ja, wie gesagt, das Setup liegt bei ungefähr 1000 Silber. Wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist nicht ganz günstig. Aber wie gesagt, mit diesen 1000 Silber, da kannst du bis Level 30 an der Tunguska kannst du damit immer noch angeln. Und kannst da erfolgreich die Brocken rausziehen am Seitenarm an der Tunguska. Auch da Forellen und Co. Lübt also. So, ich würde sagen, das war's erstmal. Gucken wir natürlich immer wieder rein ins Café. Da ist gerade nichts drin. Aber im Großen und Ganzen jetzt, das war ein bisschen mau, 17 Silber jetzt nur.
Aber darauf kommt es, glaube ich, am Anfang erstmal nicht an. Erstmal hier reinkommen, die richtigen Köder finden. Und für die paar Minuten, würde ich sagen, war das ganz okay. Spinning skillen, Punkte machen da drin, Punkte verteilen, Gas geben. Und dann auf einmal rasselt das hier rein mit den Kohlen. Belaya ist einer der erfolgreichsten oder ergiebigsten Low-Level-Gewässer. Petri, ihr Krachlatten. Wir sehen uns dann später oder im nächsten Video. Petri.